Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Lord of... Nein, Lord, das war falsch. Sword of Mana. Ja, nachdem ich nach dem letzten Part wieder Motivation getankt habe in Form von 4 Flaschen Wodka, bin ich jetzt wieder bereit, mit euch das zu spielen. Also, ja, es... Ich hoffe, diesmal geht's besser. Ohne, dass ich es mir selber versaue. Ich gebe ja zu, am Schluss war ich selber schuld. Aber alles dazwischen nicht. So. Und einmal hier. Ach, warte, bist schon offen. Ach, hoffentlich ist das mit dem Rest alles auch schon passiert. Dann habe ich mir einen langen Weg gespart. Naja, der letzte Part hat mir wenigstens wieder Hoffnung gegeben. Ich kann das Ganze hier überleben, wenn ich mich nur nicht blöd anstelle. Ja, wenn ich mich gegen euch wenn ich mich mit euch anlegen würde, würde ich mich doof anstellen. Deshalb gehe ich einfach weiter. Ach, sie ist schon wieder vergiftet. Mir egal. So, ich gehe hier lang. Und hier lang. Dann sind wir schon ziemlich bald wieder mal da, wo wir vorher mal waren. Zumindest hoffe ich das. Nehmt deinen alten Mann nicht die Hoffnung. So, hier war es da lang und da lang und dann da lang und die Schlangen liegen lassen und da lang. Dann rennen geschwind wieder Wind. Ja, eigentlich könnte ich jetzt noch den Orca zeigen. Orca, ja. Der hat als Angriffsmagie einfach... ja gut, ich kann ihn jetzt im Moment nicht zeigen, da keine Gegner in der Nähe sind. So, der hat als Angriffsmagie Windtechniken, einfach in dem Sinne grün. Oder, was mir Angsthasen schnell hilft, Geschwindigkeitsupgrade. Juhu! Njau. Ha! Stepwalking, Stepwalking. Oh, jetzt wieder langsam, dann renne ich halt. So, gut. Dann wieder hier hinein. Hier haben wir Orca gefunden. Ich sollte wahrscheinlich Orca noch rausnehmen. Wie gesagt, mir ist die Lumi der wichtigste von allen. So, Schlangen sind mir egal. Hier habe ich dann letztes Mal den Fehler begangen. Einfach. Das war ja einfach. So. Ausgehen. Reingehen, runtergehen, links, rechts gehen. Bist du jetzt in Illumi? Ja, ich meine. Besser die Fäustlinge. Nee, dann könntest du vielleicht. Bist du denn ein Orca? Ja, du warst ein Orca. Ach ja, was ich eigentlich noch zeigen könnte, wäre noch die Lumi und die Axt. Mal schauen, was die Magie bei der Axt so macht. Ja, einfach so nach vorne und dann noch kurz links. Eigentlich einfach breit nach vorne. Meine Statue, speichern. Ja. Gut. Dann... Du willst mich nicht umbringen. Ja, sie will mich nicht umbringen. Tierknochen. Ist mir so egal. Ist so egal, ich will nur überleben. Und wieder in der Jagdwüste. Aber jetzt habe ich mehr Zeit, um alles zu forschen und Schlangen zu töten. Denn ich habe einen Speicherpunkt gefunden. So. Irgendwie könnte ich hier jetzt doch mal noch einen Engelskelch geben. So. Okay. Ah, Schlangen. Ich weiß, ich könnte sie einfach töten und Level grinden, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu. Und ein Engelskelch. Als hätten wir ihn vorbestimmt bekommen. Ich kann auch wieder die Musik genießen. Du bist ein
Gegner. Ich hab's gewusst. Ah ja, die Sandströmungen. Wow. Wow. Alle Kisten hier wollen mich umbringen. Die hier nicht. Du bist gut. Kranzeisen. Willst du mich auch umbringen? Ja, du willst mich umbringen. Gott, bin ich erschrocken. Gut. Hier haben wir noch die Wüstenströme, die alles ein bisschen erschweren. Naja, zuerst mal nach Süden. In der Richtung Süden gehen. Komm nur, du blöde Schlange. So. Gut, haben wir. Tack. Und ovaler Samen. Passt. Zumindest von mir aus. Ja, nicht mehr. Nein, hier nichts mehr. Nur viele Gegner, die wir alle umgehen. Lalala. Dünenlabyrinth. Die zweite. Okay, wie viele Axtträger? Oh, vergiftet. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Habe ich noch eine Walnuss hier? Zuerst mal muss ich hier die Vergiftung heilen. Vielleicht noch hier was, was gibt. Nehmen wir den Boden. Ich weiß, die Kette würde auch funktionieren, aber mit der Kette fühle ich mich einfach nicht so sicher. Ja, ja, der Bogen, dein Freund und Helfer. So, beide kaputt. Sorry, Amanda, ich kann dir momentan nicht helfen. Keine Magie. Wenn wir dann wieder eine Mana-Statue finden, die Ecke. Oh, 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 zum Glück glaube ich hier keinen Truhen mehr. Geh weg da, weg da. Pfui, pfui, pfui. Nja, hinweg bin ich. Ciao. So, hat jetzt irgendwo ein Sandfluss aufgehört hier oben dann. Hoffen wir es mal. Ich möchte da nicht nochmal rein. Das könnte mein Untergang sein. Ja, genau. Ich traue auch Truhen, die einfach so aus nichts erscheinen. So, Altar der Zeit. Okay. Truhen. Schokolade. Und Marmor. Und eine Mana-Statue, die uns vollkommen heilt. Ja. So, gut. Jetzt bin ich noch am Überlegen, will ich da reingehen? Wollen wir da reingehen? Wollen wir zum ersten Mal von vielen Malen hier sterben? Wer weiß das schon so genau? Ich weiß es kaum. Lass uns reingehen. Stopp. Medusa! Bitte, Medusa, verwandle meinen Bruder wieder in einen Menschen zurück. Der Sand steht plötzlich still. Und dieses Stundenglas. Amanda, warte, irgendwas stimmt mit dem Raum hier nicht. Ich flehe dich an. Lester ist die einzige Familie, die ich habe. Was ist das für eine Laute? Nimm mir Lester nicht weg. Verwandle ihn zurück. Aufhören. Stehlt mir nicht meine Zeit. Stehlt mir nicht meine Erinnerung. Amanda! Stehlt mir nicht die Erinnerung an meine Familie. Nehmt mir nicht Granz und meine Kinder weg. Lord Granz? Medusa! Was zum... Wow!
Ja, jetzt folgt einer der unschöneren Bosskämpfe in diesem Spiel. Ja, eins. Ich habe schon gedacht, dass es nicht auf die einfache Art und Weise gehen wird. Wow, wow. Ja. Naja, wenigstens muss ich auch mit der Axt nicht hin. Keine Ahnung. Darf ich das mit Schlagen versuchen? Nein, keine Schlagen am Boden. Bitte nicht. Ich bin ja hauptsächlich die Schlange am Töten. Das wäre eigentlich ganz nett von Amanda, wenn sie mir wenigstens Medusa angreifen würde. Aber das kann ich wohl vergessen. Ja, ein Schaden. Okay, von mir aus. Was haben wir noch? Wir können schlagen. Obwohl ich das nicht tun möchte. Auch nur ein Schaden. Ach, dann kommt's ja eh nicht drauf an. Ja, wieder der Lichtblitz. Ah, dieses Gesicht, das sieht so hässlich aus. Habt ihr euch auf einen langen Kampf bereit gemacht? Holt euch schon mal eine Packung Chips, das hier wird zu schnell nicht zu Ende gehen, außer sie bringt mich um. Was natürlich eine sehr gut mögliche Option ist. Aber ich habe noch Illumi, was heißt, sie muss mich schon mehr als das bisschen hier von ihr erwischen, damit ich den Geist aufgebe. Aber man weiß ja nicht. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, genau. Einfach weil ich da stand, oder? Lass mich gehen. Das kann so lustig werden. Ich werde am Ende dieses Kampfes wahrscheinlich ein Held mit dem Bogen sein. Hahaha, ja genau, erwischst du Amanda? Nicht mit mir. Du müsstest es immer so sehen. Je besser, dass ich mit... Oh, komm. Je besser, dass ich mit dem Bogen werde, desto schneller gehen die Schlangen am Boden kaputt. Getroffen zu werden und doppelten Schaden, auch wenn es so gut wie kein Schaden ist. Nee. Zack, Amanda getroffen. Amanda, mein lebendes Schutzschild. Ah, bin ich jetzt vergiftet? Ja, sieht so aus. Das macht nur wenig Schaden, aber es hätte so meine Angriffskraft beeinflusst. Ach Gott. Ich möchte da nicht kämpfen gehen. Steck mich damit nicht an. Komm, bring Amanda um, dann habe ich es hinter mir. Hör auf, deine willkommenen Schlangen zu beschwören. Die machen so schon genug Ärger. Wo bist du hin, Alter? Ja, sie hat mich genau getroffen. Lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen, lass mich gehen.
mein lebendiges Schützenschild ist nicht weg. Amanda, du darfst ihn dafür stehen. Ich muss zuerst nicht tanken. Wow. So. So was geht dann wieder nicht unter Level Grinding, oder? Diese blöden Schlangen haben nichts gegen. Ja, ich möchte nicht hier hin. Ja, es wird eine Schlange beschworen. Ich hasse das. Bald gibt mir mein Illumi aus. Und sie wird wahrscheinlich noch, was weiß ich, viele tausend Leben haben. Ja, solange Amanda mein Schutzschild bleibt. Amanda, du bist als Schutzschild absolut wertlos.